Ja, Huru hier wieder beim Quali in seiner neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir haben Stufenaufstiege. Never wanted the easy path. What are you thinking about? Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. If you have any ideas, I'm all for it. Give me all you've got. Ich hab eine Idee. Aber... Moment. Dafür muss ich erst an die Kiste. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall Wasser. Was ist denn hier? Und mit dem Wasser können wir ja jetzt irgendwie gucken. Teddy. Might even work. Come here. I'm dizzy. And you, are you all right? I hope that's true. Because I'm hoping for seconds, thirds, and fourths once we find a way to cool off this engine. Mine too. Soon enough, you're going to be mine. But until then, I'll play nice. You have your fun with the others till then. I don't mind sharing, if I must. But keep a piece left over for me, I'd believe you if you said 1 + 1 = 7. Eieiei, die hat's aber echt erwischt. Meine Güte. Oh, hi. Sounds boring. Ja. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Ja, ja. Wir brauchen hier den Typ, der in seinem Büro steht. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. This. So. Na, und stopp mir. Er kriegt zuerst einen Stufenaufstieg, weil wir es einfach zu machen. Mit diesem Fälligkeitszauber kriegt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr auswendig, wer den Namen hatte. Ich glaube, der Zauber, ne? Achso, der Zauber. Amalie? Ich mach mal Magier. Gut, dann respecken wir. If not over, mal wieder. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? All as thou desire. So.
Fangen wir doch hier mit dem Zauberer an. Der hat's nicht. So, der hat das Tüdelisch dabei. Und wir hätten es eben auch schon machen können. So, weiter. Text. Und jetzt genauso wieder das Tor aufrücken. Zauber vorbereiten. Das ist jetzt mit dem Geil. Stufenaufstieg. Wir haben den Zauber gebrochen. Raus mit hier, rein mit hier. Verfügbar. Ernsthaft, dass der das jetzt nicht übernommen hat, dass wir den komplett auf Konstitution geskillt hatten? Ah, oh, ich krieg zu viel. Machen wir gleich wieder mit Astarion wieder richtig eine Klau-Sache hier müssen wir machen, weil ich zu doof bin, die Leute umzuskillen. Oh, Mann. As thou desire. So, hier, Kleriker, Attribute. Volle Power auf Konstitution. Der Rest ist mir scheißegal. So. Weiter. Mach mal hier mal, damit Shadowheart nicht zu viel kriegt. So. Stufenaufstieg. Vorbereite, raus damit, rein damit. Das Talent, sein Zaubertrick. So, hier, Attributsverbesserung, Konstitution hoch. So, das nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt den Magier, holen uns hier den Zauber rein, den wir brauchen. Annehmen. So, jetzt kann er den, ne? Komm. Na? Warum kann er den jetzt hier nicht? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Ich Idiot. So, jetzt haben wir. Okay, alles klar. Gut, macht er irgendwas?
3 Kombinationen. Zusätzliche Ziele. Ah, okay. Ja, das lassen wir aber sein, weil wir benutzen den ja damit, um unser Barbar hier auf einem Stand mit den anderen ist. Good idea, I think. So, sehr gut. This vessel is at thy disposal. Do what thou wilt. Thou art the... So. Sein Stufenaufstieg. So, was kriegen wir? Wir kriegen einen extra Angriff und wir kriegen schnelle Bewegung. Das heißt, unsere Bewegungsrate ist nochmal um 3 erhöht, wenn wir keine schwere Rüstung tragen. Du will ich. Prima. So, Astarion. Well, hello. Hallo. Was kriegen wir mit ihm? Blitzschnelle Reflexe schützen dich. Wenn du einen Angriff getroffen wirst, erleidest du nur halben Schaden. Prima, prima. Go. So, du musst jetzt Withers wieder beklauen, Astarion. Sinn. Zack. Let's pro. Ja, mit dem Geld. A little souvenir. So. What's next? Shadowheart. Ja, ein Shadowheart wollte ich umschulen. Raus. On I go. Und zwar seht ihr gleich warum. I'd better do the talking. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? As thou desire. So, Shadowheart. Lassen wir nicht mehr in der Domäne des Lebens. Wir machen für ihr dem Domäne des Lichts. Und das kann später jetzt hier dann ziemlich gut werden. Zaubertricks. Einige Flamme, Guidance passt schon soweit. Das Konstruktionsspell, nehmen wir lieber den dazu. Hier müssen wir auch ein bisschen was ändern. Geschicklichkeit auf jeden Fall hoch. Die Konstitution braucht man nicht so sicher wie Geschicklichkeit. Ja. Können wir nicht weiter hochsetzen, also auf 13 ist sie dann A. Können wir den Rest irgendwie hier in Stärke lassen, damit wir ein bisschen was tragen können. Wichtig ist das hier als ihren Hauptzauberskill und das hier als ihren Hauptangriffskill. So. Hier können wir nicht viel ändern. Geschichte und Heilkunde. Fast soweit bestätigen. So, und dann gehen wir ihr jetzt bis den Lichtkleriker hoch. Und haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Schuss für Gut und Böse. Lenkendes Geschoss. Befehlen ist irgendwie nice zu haben. Segnen ist auch heiß zu haben. Ich möchte auf jeden Fall die Heilungsspells behalten. Schild des Glaubens behalten wir
auch erstmal, das heißt, der Segen fällt erstmal raus. So, jetzt kriegen wir hier neue Zauber dazu. Gebet der Heilung. Halte ich mal drin. Die Waffe war cool, fand ich. So. Das brauchen wir nicht. Das hat der andere Typ. Beistand, heilenden Verbündeten, Höhe, Treffer, Maximum 5. Auch ganz in Ordnung. Weil wir wollen sie zum richtigen Buffer machen. Attribut verbessern, Blindheit ist eigentlich auch was. Wir haben halt wenig Zauberslots. Lass uns erstmal so. So, Stufe 4. Kriegen neuen Zaubertrick. Da nehmen wir Resistenz, kann nicht schaden. Zauber vorbereiten. Hier kann man wieder eine Auswahl. Schwache Genesung, können wir Gift oder Krankheit oder sowas heilen. Nehmen wir mal erstmal raus, können wir mal Bedarf reinpacken. Und nehmen dann hier Personen festhalten oder das hier. Oder hier die 5 Heilungen. 9 Meter Radius. Dann haben wir hier einen offen, alle Verbündeten und hier alle Verbündeten. Also mehrere Heilungsspells, die auf alle Verbündeten gehen. So, und wir nehmen dann ein Talent und was nehmen wir hier? Können natürlich hier nehmen, Rüstungsklasse erhöhen. Aber wir wollen sie auch zum Tank machen. Frage ist, wie kriegen wir das vernünftig hin? Schildmeister. Bonus von plus 2 bei Geschicklichkeitsrettungswürfen, wenn er ein Schild führt. Wenn er Zauber dich mit dem Geschicklichkeitsrettungswurf zu seiner Reaktion verwenden, um dich zu schützen. Ja, ne. Geübt, Tavernenschläger C. Das ist hier ist natürlich immer gut. Rettungswürfe, Konzentration. Hohe Initiative, damit sie immer anfängt und man zuerst buffen kann. Ende Nahkampfangriff, Angriff, Nahkampfangriff nur, ne? Plus 2. Du hast einen Bonus von plus 1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen hier in den Nahkampf verfügst. Naja, nee. Konstitution wird erhöht. Rettungswürfe in diesem Attribut geübt. Geübt war nochmal plus 2 oder sowas, ne? Erfolgschancen, ein Bonus. Könnten auch die Attributsverbesserung nehmen, Geschicklichkeit erhöhen. Scharfschütze könnte man machen, weil wir hier angreifen wollen. Armbrustexperte. Auch nicht schlecht.
Ich nehme die Attributsverbesserung und hau die auf Geschicklichkeit. Damit werden halt unsere Attacken mit stärker. So. Und jetzt bekommen wir hier Zauber. Schutz vor Energie. Nee, brauchen wir nicht. Wir nehmen hier das Leuchtfeuer der Hoffnung. Nee. Die Schutzgeister mit. Rufen dich um mal bei in der Nähe, erleiden 3 bis 24 Gleißner Schaden. Und wir haben ja jetzt dieses Item, was Gleißner, wenn die Gegner Gleißner Schaden erhalten, das die debufft. Das heißt, das ist schon ziemlich cool. In Verbindung. Wir haben Wiederbeleben. Wir haben Massenheilungswort. Wie viele Zauberslots für 3 haben wir denn auf 5? Ich glaube nur einen, ne? Und da wir den immer für das hier verwenden wollen, macht das hier jetzt auch, glaube ich, gerade nicht so viel Sinn. Heile bis zu 6 Verbündete, ein D4 plus 3. Noch Fluch. Totstellen, Toten sprechen. Weiß nicht, ob ich lasse es, glaube ich, erstmal so und schau dann mal, ob ich hier mich damit klarkomme. So. Ansonsten holen wir das hier irgendwann rein. Tote beleben die natürlich irgendwie auch. So, aber das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Weil wir haben mit ihr ja. Welches Item war das jetzt? Das hier, ne? Das war, wenn ich eine andere Kreatur heile, kriegen die einen Bonus. Davon haben wir 2 Zauber, die das machen. Wir haben das hier, dass wir im Umgang mit geübt sind und extra Schaden im Fernkampf machen. Wir haben das immer, wenn wir jemanden heilen, die zusätzliche Trefferpunkte bekommen. Das ist auch gut. Und wir haben hier das. Das ist nämlich gleißende Schockwelle. Zeige ich euch nochmal, haben wir glaube ich letztens mal schon mal irgendwie gehabt. Hier, die kriegen nämlich Leuchtkugel und minus 1 auf die Trefferwürfe. Und das kann stacken, glaube ich. Wir werden gleich sehen, ob das vernünftig ist und wenn nicht, dann können wir es ja wieder umskillen. Das ist zum Ausprobieren alles ja gar nicht so schlimm hier. So. Can't give up now. Und dann nehmen wir mit, what's up for wenn wir können, Halt ziehen, damit wir noch einen zweiten Healer haben. Oakfather's blessings to you. Woher wisst ihr eigentlich, dass ich einen habe? Close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Ja. It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise. But the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Mm-hmm. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same.
Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. With such stimulating company? Never better. Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketherick Thormund, his Dark Justiciars, years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Yeah. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketherick Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Seramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. With such stimulating company? Never. Okay, also anscheinend können wir ihn nicht mitnehmen. You wish to speak? Ja, haben wir alles schon mal gehabt. Okay, wir können ihn nicht mitnehmen. Tja, nehmen wir dann Karlak mit und skillen sie um zum Druiden, weil ich hätte eigentlich ganz gerne mal mit einem Druiden gespielt. Ich dachte irgendwie, jetzt können wir mit Halsey machen. Don't waste the step. Machen wir einfach mal. What are you thinking about? Brech mir auf. Hell yes. So, und dann gehen wir zu ihr. What's the story? Und lassen sie umskillen. Hey, yeah. Ah, another. I shall be here in thy camp. As thou. So, machen wir sie zu Druidin. Attribute braucht sie dann Weisheit. Ja. Geschicklichkeit 14 ist okay. Charisma braucht sie keins, glaube ich. Da können wir noch ein bisschen was auf Stärke setzen. So. Vielleicht. Ja. Können wir hier noch was gucken. Tieren umgehen. Wahrnehmung hätte ich ganz gerne. Tiere umgehen. Der Rest weiß ich nicht. Bestätigen. So. Zaubertricks. Passt so. So, die kriegt jetzt hier Sachen, dass sie sich verwandeln kann. Natürliche Erholung. Zaubertrick. Göttliche Führung ist immer gut. Was nehmen wir hier? Verstricken. Eismesser. Weil sie kann natürlich auch hier lange Schritte machen. Heilungszauber. Haben wir schon drin hier, ne? Da. Tierfreundschaft.
Ja, warum nicht auch mal jemanden herbeirufen? Ne? Haben wir ja schon mal ein bisschen gemacht. So. Oder hier den. Mal so rum. So, dann kriegen wir hier jetzt haben wir schon, ich habe schon wieder was verbockt, glaube ich. Ich hab's ja wieder verbockt. Spins along. Dost thou require a new as the. Ich passe einfach nicht auf, ne? Zaubertricks, so. Attribute hatten wir. Hatten wir alles, so. Genau, die Unterklasse haben wir nicht geändert. Ich möchte nämlich hier ein nicht Zirkel des Landes, sondern Zirkel des Mondes haben, weil die haben nämlich hier die Bärengestalt, die viel mächtiger ist als die anderen. So. Heilungszauber haben wir wieder reingenommen. So, jetzt machen wir das auf. Gesundheit erhöht. So, dann Zauber vorbereiten. Das geht wieder raus. So, was können wir hier noch nehmen? Windstoß, Flammenklinge. Ich würde eine Flammenklinge in die Hand. Mondstrahl, gleißend. Auch nicht schlecht. Dornenwuchs. Tribut verbessern, Metall erhitzen, flammende Sphäre. Höhere Rüstungsklasse bis auf 16. Bis zur langen Rast. Hm. Warum nicht, ne? Ja, der Mondstrahl ist auch gut. Der war 2d10 Schaden, ist viel. Können wir vielleicht noch in den folgenden Stufen machen. So, Talent. Hier nehmen wir dann Tanzverbesserung. So rum. Sieht ganz gut aus. Oder Schildmeister. Trefferpunkt Maximum. Wenn ich einen Nahkampfangriff einen kritischen. Ich frage mich, ob das hier, wenn du einen waffenlosen Angriff ausführst, den Stärke-Modifikator zweimal. Ich nehme das mal und probiere mal was aus, weil wenn das in der Tierform auch prockt, dann ist das schon ziemlich gut. So. Die Konstitution noch ein bisschen erhöhen. Zack. Warum dürfte ich das jetzt? Das steht da gar nicht bei. Sollte man vielleicht auch mal dazu schreiben, ne? Entscheidung ausstehen. Zaubertricks dürfen wir noch machen. Gift versprühen. Zauber vorbereiten. Können wir den Mondstrahl reinnehmen. So, dann Stufe 5, Zauber vorbereiten. So, was haben wir denn hier? Pflanzenwachstum, Totstellen, Tageslicht, Zauber, ein Gegenstand.
Schneesturm. Blitze herbeirufen. Das klingt doch ganz gut. Plus 2 Energie. So. Jetzt brauchen wir mit ihr nur noch Ausrüstung. Schauen wir mal, was in der Truhe. Oder nicht? Phew. Hello. Hello. Also wir haben auf jeden Fall Fackeln in der Truhe. Bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger. Achso, das war das hier. Okay. Ja. Das nehmen wir mal mit. Träger einen Bonus auf Schadenswürfe, wenn man wirft. Wenn du einen. Nee. Das können wir mitnehmen. Mittlere Rüstung sollten sie auch können, ne? Ja. Oder kann sie mittlere Rüstung? Wo steht das nochmal? Also, ob man das kann oder nicht? So, erstmal hier alles ausrüsten. Wir brauchen noch eine Waffe für sie. Knüppel oder so, damit das mit dem Shilele geht. Damit wir mit Weisheit zuschlagen, anstatt mit Stärke. So, das kann ans Lager. Das kann ans Lager. Das kann ans Lager. So. Never a dull moment. Dann... die Druiden noch da sind, die der Händler noch da ist. All these telltale signs of Dark Justicius that we've been seeing. I'm having a hard time believing they're a coincidence. Still, there may be more to it. I need to keep alert, in case that suspicion amounts to anything. Ja. Wits and blades, always sharp. Rüber. Sie hat Rüstungsklasse 19 gerade. Genauso wie Shadow Heart. Passt schon. Ich habe selber 18. Makaga ist auch da. Peace. Enjoy it while it lasts. Ist aber nicht sonderlich gesprächig. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Of course. So, hast du was Tolles mit dabei? Was hier ein Kampfstab? Kann man mit einem oder mit zwei dann tragen. Den wäre doch schon mal ganz gut. Wenn dir irgendwie was vertickt zwischendurch, was nützlich wäre. Ohne Ende Knete von mir, Junge.
So. So, gib mir mal den Stab. So, und dann läuft das schon. May you keep balance. So, dann gehen wir Karl nach den Stab. Wo haben wir den denn jetzt? Halt hier morphen in Wolf, Spinne, Rabe, Tiefenrote, was auch immer das ist, Katze, Bär, Dachs. So, das macht, dass wir mit Weisheit anstatt mit zwei angriffenden Attribut zum Zauber wirken. Genau, schlagen mit Weisheit zu anstatt mit Stärke. Und vielleicht eben auch Weisheit erhöhen sollen beim Stufenaufstieg, aber naja, egal. Wir hatten ja dieses Tavernenschläger-Ding genommen, ne? Ja. So. Das kann raus, das brauchen wir eh nicht. Platz. Genau. Was passiert, wenn ich das jetzt hier auch nicht drauf mache? Nichts. Steigt auf 16. Okay. Der Zauber ist also relativ sinnlos. Kann ich den austauschen? Kann ich. Sehr gut. Mundstrahl haben wir schon drin. Wasser erschaffen, zerstören, mit Tieren sprechen brauchen wir nicht. Die nehmen wir noch mit. Ne, das ist gar nicht die Beschwörung, ne? Das ist einfach nur. Ich dachte, da gibt es nämlich so ein Tier hervorrufen oder sowas. Können wir das auch? Können wir das auch irgendwo? Nein. Ja, Thunderwave rein. Ist in Ordnung. Bewegungsrate Kreaturen im Bereich um ein Viertel verlieren. Ja, ja, okay. So. Ist schon voll am Tanzen, die Frau. So, ich glaube, wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Ein bisschen Stufenaufstiegsgedönse gemacht und dann beim nächsten Mal versuchen wir uns im Underdark, würde ich sagen, ne? Bis dahin, ciao.